Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute möchte ich Ihnen einen wahren Goldschatz vorstellen und eine besondere Münze. Also lassen Sie uns einen Blick drauf werfen. Noch sind wir nicht ganz so weit. Wir haben hier erstmal die Umverpackung, die aber schon auf viel verhoffen lässt. Sehr groß, sehr voluminös. Die Box, die Sie hier drin gleich finden werden, wird Sie aber garantiert beeindrucken. Wir schauen uns jetzt mal im Detail an. So, und jetzt öffnen wir hier mal die Box und schauen uns an, was sich hier Tolles drin befindet. Wenn wir diese Abdeckung hier abnehmen, dann sehen wir schon, das ist eine Big Five Münze, Big Five Leopard. Die Kenner wissen, um was es hier geht. Es handelt sich hier um eine 5-Unzen-Goldmünze aus der Big Five Serie, die mittlerweile in der vorletzten oder im vorletzten Motiv angekommen ist, und zwar dem Leoparden. Ich finde diesen goldenen Aufdruck auf dieser Hochglanzbox aus edlem Holz wunderschön. Wir nehmen jetzt einfach mal die Box hier raus. Dazu würde ich jetzt mal die Handschuhe anziehen. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Inhalt, und zwar die magnetverschlossene Box, die wir hier öffnen. Und das Zertifikat, das hier schon weicht. Und hier innenliegend haben wir dann auch den wunderschönen Leoparden, der erstmal etwas klein wirkt. Wenn man sich aber die Hand im Vergleich dazu ansieht, dann stellt man schnell fest, dass diese Münze mit 65 mm wirklich voluminös ist. Ich nehme es einmal heraus für Sie. So, und da sehen Sie schon das tolle, gigantische Motiv im Vordergrund. Der große Leopard und die zwei kleinen Leoparden, die am unteren Ende spielen, die Big Five Serie. Die Münze ist in der sogenannten polierten Platte geprägt. Das Einzigartige an dieser Münze ist, dass die Auflage nur 50 Stücke beträgt. Die sind ruckzuck immer ausverkauft, also es dauert meistens keine 3 Wochen, dann sind die Münzen am Markt komplett weg und kommen meistens auch nie wieder zurück. Also wenn hier mal ein Stück zurückkommt nach einigen Jahren, dann würde ich Ihnen empfehlen, zuzuschlagen, weil sowas bekommt man ganz selten. Hier sehen Sie kleine Staubpartikelchen im Vordergrund. Das fällt natürlich besonders auf bei so einer Münze, die in so einer tollen Prägequalität geprägt sind. Die Münzen kommen aber wirklich ganz unberührt, haben den höchsten Prägestandard. Die Republik Kamerun ist der offizielle Nennwertgeber mit 10.000 Francs. Ich zeige Ihnen doch nochmal das Hauptmotiv, das im Hintergrund dann eben auch die polierten Flächen hat. Sie sehen schon, wie toll dieser Leopard zur Geltung kommt. Auch hier im Hintergrund der rennende Leopard macht die Münze einfach nochmal etwas dynamischer. Es ist so zur Serie vielleicht ein, zwei Worte. Die Big Five Serie hat begonnen mit dem Nashorn, ging dann weiter im Jahr 2015 mit dem Löwen, dann ging es im Jahr darauf weiter mit dem Büffel, mit dem Wasserbüffel. Jetzt sind wir beim Leoparden und werden dann im letzten Motiv, damit wir die Big Five, also die 5 großen afrikanischen Tiere voll haben, mit dem Big Five Elefanten enden, und dann ist diese Serie auch vorbei. All die alle Münzen aus der Serie haben, können sich glücklich schätzen, denn die ersten Münzen kosten mittlerweile schon zwischen 14.000 und 15.000 Euro. Selbst der Löwe liegt schon um die 14.000 Euro, und ich bin überzeugt, der Leopard, der hier zu einem Preis von knapp 9.500 Euro ausgegeben wird, wird auch ähnliche Wertentwicklungen hinlegen, denn das Motiv ist wirklich ansprechend und ich finde es auch absolut einzigartig, in dieser Größe eine Münze mit so viel Liebe zu sehen. Ja, jetzt schauen wir uns noch das Echtheitszertifikat an. So, und dann sehen Sie ihn wieder, den Leoparden im Vordergrund, das Certificate of Authenticity. Wir werden es mal kurz aufklappen für Sie. Genau, und hier sehen wir dann die Republik Kamerun, die diese Münze ausgegeben hat, in einer Holzbox. Hier sehen Sie die Serie Nummer 43. Es ist so, dass die Münzen keine einzelne Seriennummer auf der Münze aufgeprägt haben. Das hat nur die African Safari Serie im 5-Unzen-Bereich bisher, die in unseren Augen, weil sie eben genauso schnell ausverkauft war, mindestens mithalten kann mit dieser Big Five Serie. Hier unten sehen Sie dann nochmal die rechtliche Bestätigung, dass die Münze sich auch als offizielles gesetzliches Zahlungsmittel, sprich als Legal Tender, eignet. Und auf der Rückseite sehen Sie dann nochmal das Wappen Kameruns. Und das würde ich Ihnen auch auf jeden Fall empfehlen, dass Sie die Box gut aufbewahren, wenn Sie diese Münze erwerben sollten. Denn es ist so, die Münze ohne Box hat einfach nicht den kompletten Sammlerwert, wie es in dieser ganzen Kollektion hat, wenn man die tolle Box, die glänzende Box mit dem Zertifikat und den entsprechenden Utensilien dabei hat. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen die Münze zusagt. Gerne beantworten wir auch weitere Fragen. Rufen Sie uns gerne dazu an. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich muss Ihnen auch zugeben, ich habe selbst davon was in meinem Schatz. Deswegen, ja, vielleicht inspiriert Sie ja, vielleicht gefällt Ihnen das Motiv, der ja schon mal auf einer Afrika-Safari war oder in Afrika im Urlaub war und diese Tiere live gesehen hat oder vielleicht auch nur im Zoo gesehen hat. Der weiß garantiert, wie toll dieser Leopard auch im echten Leben aussieht. Bis bald und auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende angesehen haben. Lassen Sie uns gerne einen Daumen hoch hier oder schreiben Sie Ihre Kommentare hier unten in die Felder.
Gerne dürfen Sie auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Münze oder eine Beratung wünschen zu Münzen in dieser Kategorie, dann rufen Sie mich, Dominik Hertner, gerne jederzeit an. Auch mein Vater geht an der Hotline ans Telefon und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.